Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind natürlich immer noch auf der Messe und sind jetzt zum großen, großen Hersteller Pössl gegangen, denn die haben ebenfalls eine Messe-Neuheit hier auf den Stand gebracht, und zwar ein Pössl Summit Shine 600L. Was der im Speziellen kann, das sehen wir wann? Nach dem Intro. Eine coole Sache kann man auf jeden Fall mitbestellen hier bei Pössl, und zwar ist das eine elektrische, voll elektrische Schiebetür. Man zieht den Hebel und dann fährt diese Tür auf und zu, ganz von Zauberhand, zieht sich ran, ja, und man braucht im Prinzip nichts mehr machen. So, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, uns lacht gleich der Kühlschrank an, auch wieder typisch Pössl, von beiden Seiten öffnenbar. Unten haben wir noch ein kleines Fach für Obst und Gemüse, das finde ich gut gelöst. Ein kleines Eisfach natürlich, das darf auch nicht fehlen. Und ansonsten, ja, wir haben hier den neuen Fiat natürlich. Das ist halt klar. Die Fahrzeuge kommen jetzt alle mit dem Fiat 8 raus, Serie 8. Hier oben ein kleines Fach, das können wir dann im Prinzip auch nochmal absichern. Finde ich gut, dass man da, dass diese Klamotten dann nicht einfach so runterfallen können. Gewohnt, die erstmal gucken, genau, einmal dran ziehen, dann gehen diese Schubladen halt auch auf, schön tief, fällt mir gleich auf, da kann man gut was reinladen. Dann schauen wir mal in die Dinette nach unten. Auch hier bei Pössl gibt es wieder ein Fach, wo wir ein paar Schuhe und so weiter reinpacken können, das ist wieder gut gelöst. Und dieser Tisch ist klappbar, zur Seite weg. So, dass wir ihn bei der Fahrt gut verstauen können. Naja, dann schauen wir uns mal weiter an. Die Küche. Klar, hier vorne ist natürlich der Kühlschrank, das heißt Schubladen ist hier nicht. Dafür haben wir aber eine schöne Ablagemöglichkeit. Die können wir halt im Prinzip ausklappen. Ich höre es gleich am Klang. Es ist Metall und das finde ich super gelöst. Denn vieles ist ja so ein bisschen aus Kunststoff und fällt dann irgendwann mit der Zeit mal auseinander. Das haben wir hier natürlich nicht. Wir haben ansonsten noch eine große Glasplatte mit natürlich dem Kocher und dem Waschbecken. Und dann schauen wir uns nochmal die Schubladen an. Schubladen hier gewohnt. Mit gleich Einlagemöglichkeiten. Auch Softclose. Man kriegt doch viel rein, würde ich sagen. Und Versorgung haben wir hier auf der Seite. Absperrhähne fürs Gas. Ansonsten natürlich das Bad. Hier ist das Bad wieder schwenkbar, also das zeige ich euch gleich mal. Wir haben hier die Toilette, zwei Abläufe und dann können wir an dieser Seite ziehen und das Ganze zur Dusche verwandeln. Diese Lösung finde ich immer noch mega gut. Sie ist einfach sehr praktikabel, weil man halt mit einem Handgriff schnell vom Badzustand in Duschzustand umbauen kann. Die Schrankfronten gehen natürlich von vorne nach hinten durch. Auch hier die gewohnte Tiefe, super Sache. Darunter Ablagemöglichkeiten. Einmal ringsrum Schränke. Und auch hier unten haben wir noch Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Also ein paar Fächer. Das Bettenmaß müssen wir euch einblenden. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall hier ein Längsschläfer. Dann lassen wir nochmal das Fahrzeug von hinten wirken. Es ist ein großer, großer, großer Stauraum unten. Und die Fächer schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Gasfach ist hier zur rechten Seite hin. Zwei 11 Kilo Flaschen, glaube ich, finden da drin Platz. Genau, eine hinten, eine hier vorne. Man muss allerdings den vorderen Bereich des Heckladeraums ausräumen, um die Gasflaschen dann zu wechseln. Wasserbefüllung haben wir hier von der linken Seite. Und die Toilettenver- und Entsorgung ist dann hier dementsprechend auch auf der linken Seite, auf der Fahrerseite. Ja, schauen wir uns doch nochmal ums Fahrzeug um.
Der kommt schon echt gut her, also macht was Gutes her. LED-Fahrlicht haben wir hier natürlich auch in diesem Fahrzeug, kann man auch mitbekommen. Der Summit Shine 600L bringt ein Sonnenscheingesicht, einen Sonnenstrahl in dein Gesicht, weil er wirklich das zeigt oder das bringt, was er verspricht. Sonnenschein, eindeutig. So wie er hier steht, kostet er im Grundpreis, wir glotzen mal, 53.000 Euro. Das ist natürlich eine Hausmarke, muss man sagen. Wenn man so die ganzen anderen Preise kennt, also das ist wirklich, ich finde, eine Kampfansage. Also es ist wirklich günstig, deswegen, das finde ich auch. Und was kostet er in dieser Ausstattung, wie er hier steht? So wie er da steht, 67.000 Euro, also absolut genial. Und für euch, weil wir dann jedes Fahrzeug aus der Püsselgruppe filmen werden, diese voll elektrische Schiebetür gibt es auch bei Globcar. Das heißt, wer Globcar eher mag, findet dort dieses Ding auch. Wir haben ja gerade auch eine Bloggerin getroffen, wird gerade eingeblendet, Katja heißt sie, ist sowas von begeistert von dieser Schiebetür. Ich finde die auch Es mega. ist halt Magic, ne? Kannst die Kinder schön verarschen mit dieser Tür. Also würde ich jedes Mal machen, jedes Mal, wenn ich ein Kind sehen würde, hier, lass mal gucken, ich mache die Tür jetzt voll einfach, ohne etwas, geht sie zu. Also richtig toll. Ja, sonst noch irgendein Fazit, was du sagen willst? Nö, ehrlich gesagt gefällt mir das Fahrzeug. Das muss manchmal ausreichen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Abonniert ruhig mal unseren Kanal, tut auch nicht weh. Ihr Genau. tut wirklich nicht weh. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. I bang my head against the wall. Yeah, somehow I just live.